Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Ja, ich mache euch mal ein Credit Score Video. Ich kriege so viele Anfragen von euch auf Instagram und hier in den YouTube-Kommentaren, wie das denn mit dem Credit Score ist, ne, und wie man denn das Credit Score aus Deutschland aufbauen kann, damit man hier auch mieten kann oder was auch immer. Es wird einfach Zeit, die Sache mal aufzuklären. Und zwar von vorne bis hinten. Und ja, im Hintergrund, das ist ein Otter. Und was es damit auf sich hat, werdet ihr in diesem Video nicht erfahren. Ja, der US-amerikanische Credit Score. Es gibt wirklich, wirklich viele Mythen, die sich darum ranken. Und es ist so schwer, den aufzubauen, dass werde ich heute hoffentlich alles erklären können und zum Teil auch, ich hoffe zumindest, widerlegen können. Der Credit Score hier ist tatsächlich existenziell. Egal, ob ihr einen Kredit haben wollt oder nicht, er macht euch das Leben viel, viel einfacher. Und darum müsst ihr halt, wenn ihr hier neu hinkommt, einen Credit Score aufbauen. Den kriegt ihr sehr, sehr schnell hier, aber ein guter Credit Score, darum geht es ja. Ihr wollt ja nicht nur irgendeinen Credit Score haben, sondern ihr wollt einen guten Credit Score. Und darum finde ich, ist das wichtig zu verstehen, wie dieses System überhaupt funktioniert, damit ihr das System auch ausspielen könnt. Das ist relativ simpel hier, ja. Also grundsätzlich, der Credit Score System ist anders als die deutsche Schufa. Ja, bei der deutschen Schufa werden immer nur oberflächlich Daten abgefragt. Ja, also das mag für euch irgendwie so klingen wie, ja, die wissen aber alles von mir. Nee, also die in Amerika, hier in den USA, die wissen viel, viel mehr von euch als die deutsche Schufa. Ja, also die Schufa ist ja so, dass ihr sagt irgendwie, oh, der hat einen Kredit, das ist schlecht, ne? Und dann hat er vielleicht hier noch einen Handyvertrag, das ist schlecht, ne? Also der lebt auf Pump und das ist in Deutschland grundsätzlich schlecht. Vereinfacht gesagt, ist mir schon klar. Aber wir wollen ja hier mit allen reden. Ja? So, und der Credit Score in den USA ist genau das Gegenteil. Ja? Also wenn ihr viel Kredit habt, ist das super. Wenn ihr den nicht zurückzahlen könnt, ist das super schlecht. Aber das ist, glaube ich, überall auf der Welt so. Aber hier wird halt so ein bisschen hofiert, dass man Kredite nimmt und zeigt, mit Geld umgehen zu können. Und das ist, glaube ich, so der Kern des Gedankens, der dahinter steckt. Ja, in diesem riesigen Land will man halt wissen, Vertrauen ist ja eine große Sache hier, habe ich ja schon zigmal in den Business-Videos auch erzählt. Der Credit Score hilft natürlich, Vertrauen aufzubauen. Ja? Also wenn euch jemand Geld geben will, dann will der wissen, zahlt er das auch zurück, ne? Hat er eine Historie, kann der das zurückzahlen? Und das geht mit einem Credit Score. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir steigen einfach mal ein und fangen mal vorne an. Also, fangen wir mal an mit, was ist denn der Credit Score? Also der Credit Score ist ein dreistelliger Betrag, eine dreistellige Nummer. Und zwar reicht er von 300 bis 850. Und da kommt es drauf an, welche Institution den Credit Score berechnet. Es gibt drei Institutionen, da komme ich später nochmal drauf zurück. Hier in den USA ist der Credit Score eigentlich kein Credit Score, sondern er zeigt eigentlich deine Financial Reputation. Also wie verantwortungsvoll gehst du mit Geld um? Das hat ein bisschen was mit Credit zu tun, also sehr viel sogar. Aber eigentlich geht es darum, um Zuverlässigkeit, um dein Zahlverhalten und ob du einschätzen kannst, ob du dich überschätzt. Das heißt, kann ich dir Geld geben und wie gehst du mit dem Geld um und kriegst das Geld wieder? Also, Credit Score von 300 bis 850. Je höher die Zahl, desto besser der Credit Score. Also 850 Maximum, 300 Minimum. Also die drei wichtigsten Kreditinstitute, Scoring Agencies hier in den USA. Zum einen ist das Equifax. Equifax. Die gibt es tatsächlich schon seit 1899. Also das ist jetzt nicht was der Turbokapitalismus total in den 60er Jahren aufgebaut hat. Equifax ist die älteste hier, 1899 gegründet. Und die macht eigentlich das, was alle anderen auch machen, nämlich die monitort dich. Also wie viele Kreditkarten du beantragst hast, welches Limit auf den Kreditkarten ist, wie viele Kredite du laufen hast, wie viele Autos du hast und sowas alles. Da komme ich aber später noch zu. Die zweite ist Experian. Experian ist ein Global Player, also die gibt es überall auf der Welt, sitzt glaube ich in Irland mittlerweile, kommt eigentlich mal aus England und ist
der zweite der drei Kreditinstitute, Credit Score Agencies, hier in den USA. Und der letzte, das ist TransUnion. Und TransUnion ist, glaube ich, sehr eng verbandelt mit Capital One. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich quatsche hier wieder mich um Kopf und Kragen. Also die drei sind die Score-ausgebenden Büros hier, die Credit-Büros. Mein Gott, ey, heute labere ich aber wirklich Quatsch. So, und die legen den Score zwischen 300 und 850 Punkten fest. Und jeder dieser drei Agenturen hat ein eigenes Punktesystem. Ja? Also wenn bei dem einen 750 super ist, ist das bei dem einen vielleicht nur Mittelfeld. Ich gebe euch mal einen kurzen Überblick, wie die Punkte bei den einzelnen Kreditbüros da vergeben werden. Aber die drei solltet ihr kennen. Also Equifax, Experian und TransUnion, die drei müsst ihr kennen. Und ihr müsst wissen, zwischen 300 und 850 ist der Credit Score. Heute Bildung mit André. Ja, manche Dienstleister fragen nicht euren Credit Score ab, sondern die fragen den Bereich ab, in dem euer Credit Score liegt. Und das sind in der Regel 5 Bereiche. Der schlimmste Bereich ist ganz links auf der Skala und rot gefärbt und der schimpft sich PUR. Wer hätte das gedacht? Magic, magic. Und der Bereich PUR ist, wenn ihr einen Credit Score habt, zwischen 300 und 579. PUR. Um den zu verlassen, braucht ihr 580 Punkte, dann seid ihr in dem Bereich Fair. 580 bis 669 ist der Bereich Fair in eurem Credit Score, der zweitschlimmste Bereich. Ihr seid erst in einem guten Bereich, also der Bereich heißt tatsächlich auch gut, total kreativ, wenn ihr einen Credit Score habt zwischen 670 und 739, dann seid ihr in dem Bereich gut und dann wird der langsam so grün eingefärbt. Wenn ihr eine sehr gute Kredithistorie habt und einen hohen Kreditrahmen habt und den immer bedienen könnt, dann seid ihr relativ schnell in dem Bereich Very Good. Ihr seht, die Amerikaner sind sehr kreativ mit Namensgebungen. Very Good heißt, dass ihr einen Credit Score habt von 740 bis 799. Das ist der Bereich Very Good. Und wenn ihr Top of the Top seid und einen exzellenten Credit Score habt, dann seid ihr, ihr könnt nachrechnen, zwischen 800 und 850. Das ist der Bereich Excellent. Also 5 Bereiche, PUR, Fair, Good, Very Good, Excellent. Und wie die berechnet werden, da gibt es 2 Methoden. Da komme ich jetzt drauf zu. So, willkommen hier zurück auf meinem Sofa und dem Otter. Wir werden nicht erfahren, was das für einen Sinn und Zweck hat. Egal, ich schweife ab. Also, ich habe ja erwähnt, dass es 2 unterschiedliche Modelle gibt, wie man euren Kreditscore hier in den USA berechnet. Die haben auch 2 Namen. Die eine Methodik schimpft sich FICO-Score, F-I-C-O. Und die andere Methodik schimpft sich Vantage. Ja, also beides sind Modelle, wie man euren Credit Score berechnet. Beide sind mittlerweile von 300 bis 850. Aber es gibt noch ein altes Modell von Vantage und das ist von, ich glaube, 501 bis 990 hat man das damals gerechnet. Manche Anbieter, Dienstleister, die prüfen noch den alten Score, was total Quatsch ist, denn der neue ist gerade angesagt, bei beiden Modellen gleich, 300 bis 850. Habe ich schon erwähnt, dass der Credit Score von 300 bis 850, egal, ich wiederhole mich hier, aber ist halt auch wichtig, ne, zu verstehen. So, und wie unterscheiden die sich? Die unterscheiden sich eigentlich gar nicht. Die unterscheiden sich nur in der Gewichtung. So, das bedeutet, ihr habt 100%. 100% könnt ihr hier erreichen, nicht an Punkten, sondern an Prozenten. So, das ist das Maximum. 100% ist immer das Maximum. Es gibt ja nicht 110%, das ist ja Quatsch. Ne? Also 100% könnt ihr erreichen. So, jetzt gehen die beiden Modelle her und sagen, okay, wir gucken uns mal den Verlauf an, also die Credit History. Hast du denn immer deine Kredite bezahlt? Also wie sieht die Payment History aus? Hast du irgendwie vielleicht mal eine Rate aussetzen müssen? Ist mal eine Lastschrift zurückgegangen? Das ist übrigens sehr schlecht. Aber wenn die Payment History, also die Vergangenheit deines Bezahlverhaltens gut ist, dann hast du schon mal im Maximum 35% erreicht. Also 35% ist die Gewichtung deiner Payment History im Score. Alter Schwede, ich werde auf jeden Fall gar kein Lehrer. Ne? Didaktische Fähigkeit 0, der Achtermeier. Also, Payment History zählt 35% des Gesamtwertes.
So, der nächste große Block ist hier, wie viel von dem Kredit, den man dir gegeben hat, benutzt du denn auch? Ja, also wenn du eine Kreditkarte hast mit, weiß ich nicht, ein Limit von 5.000 US-Dollar und du reizt jeden Monat diese 5.000 US-Dollar aus, dann ist Holland in Not, denn dann sagt der Credit Score, das ist nicht gut, der braucht anscheinend sehr viel Kredit, weil sein Cashflow nicht stimmt. Und darum gewichten wir das recht hoch. Also, deine Auslastung des Kredites wird mit 30% bewertet. Ja, 30% fließen in den Credit Score ein. Und das ist auch das Thema mit American Express. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, weil die Gerüchte gehen ja um, ja, ich mache einfach in Deutschland eine American Express und dann switche ich die und dann habe ich einen Credit Score. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Da komme ich gleich drauf zu. Also bleiben Sie dran an diesem Video. Schalten Sie nicht weg. So, dann gibt es den nächsten großen Block. Und das ist die Länge des Kredites. Ja, also wenn du eine Kreditkarte hast, die du erst seit 2 Monaten hast, haha, werdet ihr haben, wenn ihr hier hinkommt, dann ist das nicht so gut. Ja, also je länger ihr einen Kredit habt, je länger ihr einen Kredit bedient, desto höher wird der Credit Score steigen. Das macht aber lediglich 15% des Gesamtscores aus. Also die Länge des Kredites, die du benutzt, oder die rechnen hier auch in Accounts. Ne? Also wenn du einen Kreditkarten-Account öffnest und der ist über 2 Jahre, über 3 Jahre, dann steigt eigentlich dein Score mit der Zeit, weil du einfach bewiesen hast, dass du den lange halten kannst und lange bedienen kannst. Also 15% fließen aber nur ein. Dann gibt es noch einen Block, der geht auf den Kreditmix, also welchen Mix du hast. Das sieht bei uns ein bisschen schlecht aus, weil wir nur Kreditkarten haben. Wir haben also kein Auto auf Kredit gekauft und wir haben auch kein Haus auf Kredit gekauft. Und wir haben halt nur die Kreditkarten, die da hinterlegt werden. Das ist aber auch nicht schlimm. Ne? Also ich glaube, unser Credit Score wäre höher, wenn wir tatsächlich noch irgendwie ein Haus auf Raten kaufen oder noch ein Auto auf Rate gekauft hätten, weil wir dann zeigen, okay, wir haben hier einen Kreditmix. Ne? Wir können also verschiedene Arten von Kredit handeln. Macht aber auch nur 10% des gesamten Scores eigentlich aus. Ne? So, und die restlichen 10%, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet und wir sind bei 92 oder 104, aber geht ja nicht. Ne? Also die letzten 10% sind noch offen. Und die sind halt für die neuen Kredite. Also wenn du in den letzten 2 Monaten 4 Kreditkarten eröffnet hast, dann sagt die Ratingagentur, oh, das ist nicht so gut. Ne? Also wenn der jetzt so einen Bedarf hat und so viele Konten eröffnet, dann hat der bestimmt Probleme und dann raten wir den mal ab. Sind aber nur 10%. Also, ich fasse mal kurz zusammen. Der Credit Score in den Modellen FICO und Vantage, die berechnen sich aus 35% Payment History, 30% Kreditgebrauch, 15% die Länge des Kredites, den ihr habt, 10% den Mix, also welche Arten von Kredite ihr unterhaltet und 10% die neuen Kredite, die ihr so gemacht habt. Ja, so berechnen die das und dann gibt es am Ende einen Punkt, der rauskommt. Und der ist hoffentlich so um die 750, denn wir haben ja gelernt, in dem, was ich davor gesagt habe, 750 ist very good, geht schon bei 740 los. So, also so funktioniert das hier. Und jetzt stellt sich ja die Frage, kann ich denn aus Deutschland heraus so einen Credit Score aufbauen und warum brauche ich diesen Credit Score überhaupt, wenn ich keinen Kredit haben will? Darauf komme ich jetzt, aber ich muss erstmal einen Kaffee ziehen. Ja, wer kennt es nicht? Kaffeesatzbehälter leeren, Wasser leer, Bohnen nachfüllen, es geht mir um den Sack. So, ich wollte euch einmal kurz zeigen, was das für Auswirkungen hat, wenn man einen schlechten Credit Score hat und einen guten Credit Score hat. Hier ist mal so eine Autoseite. Also wir suchen mal aus, wir wollen gerne ein gebrauchtes Auto kaufen. So, und dann würden wir hier mal sagen, 30.000 soll dieses gebrauchte Auto kosten. Also Schnapper hier. So, und dann in Schritt 2, da seht ihr hier, da sind die Ranges, die Credit Score Ranges, von denen ich eben gesprochen habe. Ja, irgendwie gut, fair und so weiter und so fort. So, wir wählen aber das nicht aus, sondern wir geben mal hier einen Score ein. Und wir nehmen mal einen kleinen, also 350, 50 über ganz schlecht. Und die Postleitzahl von Austin City, von Austin Downtown, 78701. Und dann klicken wir mal da drauf und ihr seht, die durchschnittliche Zinsrate ist 14,52%. 14,52%, das ist ordentlich, ne? So, das ist schon kein Schnapper mehr. Nehmen wir mal einen anderen Credit Score, nehmen wir mal 750, also so einen durchschnittlich guten Credit Score. Und dann seht ihr, ist die Rate direkt schon bei 6,44%. Also das ist schon mal ein Unterschied wie Tag und Nacht, ne? Darum ist das so wichtig, dass ihr einen guten Credit Score habt. Ja, wie ihr seht, man kann hier ein bisschen rumspielen. Das könnte ich stundenlang machen, aber es ist nicht zielführend.
Ja, ich nehme das Video hier immer zwischen meinen Telefonkonferenzen auf, darum wechsle ich immer die Location. Aber die große Frage ist ja, und das beschäftigt euch ja anscheinend alle, wie das mit der American Express aussieht. Ja, also der Gedanke ist, glaube ich, der, ich habe ein amerikanisches Kreditkarteninstitut, habe in Deutschland eine American Express-Karte und mit dieser amerikanischen American Express-Karte kann ich ja hier in den, ist mein Mikrofon überhaupt an? Egal. Kann ich hier in den USA ja schon mal von Deutschland aus einen Credit Score aufbauen. Also dazu muss ich Folgendes sagen. Nee. So, weil ihr bekommt hier in den USA nur einen Credit Score, wenn ihr eine amerikanische Adresse habt und eine Sozialversicherungsnummer. Erst dann wird die mit eurem Credit Score verknüpft. So, das bedeutet jetzt, wenn ihr eine American Express Karte, die meisten von euch haben ja dann diese Platinum-Karte, ne, weil, also zumindest das, was ihr mir so erzählt, so, und die hat ja kein, also zumindest in Deutschland nicht, kein eingetragenes Kreditlimit, also sieht man zumindest nicht, ne? Das ist ja der Reiz an dieser Platinum-Karte, habt viele Benefits, ich will gar keine Werbung machen, ich kriege da auch kein Geld für. Aber ich will euch einfach erzählen, was ihr mir erzählt habt. Also, American Express Platinum Card in Deutschland baut keinen Kredit in den USA auf. Denn wenn ihr hier hinkommt, dann könnt ihr zwar bei American Express anrufen, und das habe ich auch getan, darum weiß ich das. Falls jemand fragt, stimmt das denn? Nee, weiß ich, habe ich genau so gemacht. Bei American Express angerufen, habe gesagt, ey Leute, ich habe meinen Wohnort gewechselt, ich bin jetzt in den USA, und dann sagen die, gar kein Problem. 3 Tage später hatte ich eine amerikanische American Express Karte in meinem Briefkasten hier. So, was dann aber passiert ist, erstens, die kündigen eure deutsche Karte nicht, das heißt, ihr habt auf einmal einen zweiten American Express Account. Das beantwortet auch schon vielleicht die Frage, ja, kann ich denn nicht die Kredithistorie überspielen? Also intern bei American Express bin ich mir sehr sicher, dass das anders geratet ist, dass ihr da sicherlich eine bessere Bewertung bekommt intern bei American Express. Hat aber keine Auswirkung auf den Credit Score der 3 Credit Score Büros. Denn ihr habt einen neuen Account bekommen von American Express mit einer neuen Kontonummer, mit einer neuen Kreditkartennummer. Das heißt, auch bei dieser American Express Karte fangt ihr von vorne an. Aber ihr kriegt natürlich so eine Kreditkarte. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil hier. Also es geht nicht darum, den Credit Score aufzubauen, sondern ihr kommt hierhin in die USA und bekommt, also ich wüsste jetzt keinen Ablehnungsgrund von American Express, vielleicht kennt ihr das, aber ihr bekommt auf jeden Fall die American Express Karte aus den USA zugeschickt. Ihr müsst nur daran denken, also wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr das nicht machen, ne? Aber die führen eure deutsche Kreditkarte weiter. Und das heißt, ihr habt 2 American Express Karten. Und ich finde, das ist sehr teuer, ne? Darum habe ich die deutsche Karte dann gekündigt und habe nur noch die amerikanische Karte, reicht ja auch, ne? So, das erstmal grundsätzlich dazu. Also die Frage, kann ich in Deutschland schon mit American Express einen Credit Score aufbauen? Würde ich sagen, nein. Ihr kriegt aber viel leichter und viel schneller einen Credit Score hier, wenn ihr das macht. So, das ist der erste Punkt. Dann der zweite Punkt ist aber, wir haben ja gerade gesagt, wir wollen ja nicht nur einen Credit Score haben, sondern wir wollen einen guten Credit Score haben. So, und jetzt rufen wir uns nochmal in Erinnerung, welche Kriterien denn für die Berechnung des Scores gelten. Und da zählt zum Beispiel die Länge der Accounts, also der Kredithistorie-Daten. Also die habt ihr bei American Express nicht, weil ihr habt ja einen neuen Account, ihr habt einen neuen Account eröffnet, das ist schon mal schlecht. So, und das Problem ist aber, denn ihr wisst ja, die Ausnutzung der Kreditkarte, die wird gewichtet. Ja? Also Credit Utilization ist 30% von dem Score macht das aus. Und die Regel ist eigentlich immer, unter 30% zu bleiben. Das heißt, wenn ihr 10.000 an Kreditlimit eingeräumt bekommt, dann bitte immer unter 3.000. Kurz mal gerechnet, Prozentrechnung im Kopf, ohne AI. Das heißt, immer unter 3.000 Ausgaben bleiben und die auch immer dann zurückzahlen. Ja? So, und das steigert euren Score erheblich. Jetzt ist es aber bei der American Express Platinum so, ihr habt gar kein Kreditlimit und American Express meldet auch gar kein Kreditlimit an die 3 Agencies. Das heißt, Die Agencies bekommen von American Express gesagt, hey, hier der Achtermeier, der hat einen American Express Account, also einen Kredit-Account geöffnet. Die melden aber nicht, wie das Limit da ist. Das heißt, das Einzige, was die wissen, ist, okay, der hat da eine Kreditkarte bei American Express. Jetzt ist der Monat um oder alle 2 Wochen oder wie oft die das melden, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ne? Dann stehen da auf einmal 2.500 Dollar auf der Uhr, auf der Karte, ja, weil ihr irgendwie einkaufen wart oder ihr habt irgendwie Ausgaben gehabt, habt ihr ja, sonst habt ihr keine Kreditkarte. So, und dann meldet American Express, wir haben hier eine offene Position von, weiß ich nicht, 2.500 Dollar. Die melden die an die 3 Kredit-Scoring
Scoring-Institute, aber die melden nicht euer Limit. Das heißt, diese 30% Auslastung, die habt ihr jetzt schon gerissen, weil für die Kreditinstitute ist das Limit null. Also ihr habt keinen Kredit bei denen. Die wissen zwar, ihr habt einen Account, ihr habt eine Kreditkarte, wahrscheinlich habt ihr ein Limit, wir wissen aber nicht wie viel. Darum gehen wir von null aus und das ist schlecht für euren Score. Ja, das heißt, also ich persönlich empfehle, dann immer eine Kreditkarte zu nehmen, wo ein Limit drauf ist. Secured Credit Card ist hier das Wort. Ne? Wenn ihr hier neu seid in einem Land, gibt euch ja so schnell erstmal keiner eine Kreditkarte. Ne? Das heißt, irgendwie so eine Secured Kreditkarte ist immer ein guter Weg. Ne? Gibt es von allen Banken, gibt es das im Angebot. Ne? Könnt ihr 1.000 Dollar oder was draufzahlen. Ne? Also 10.000 geht, glaube ich, nicht. Ne? Das macht keiner. Aber 1.000 Dollar einzahlen, das ist dann zur Sicherheit hinterlegt auf der Karte und in dem Rahmen könnt ihr euch bewegen. Die melden 1.000 Dollar Kreditlimit. Ihr benutzt immer nur 300 davon, alles perfekt und ihr habt in relativ kurzer Zeit, ich würde mal sagen 4-5 Wochen, habt ihr einen super Credit Score aufgebaut. Also das ist alles kein Hexenwerk. Nur es ist ein Mythos, dass man in Deutschland schon einen Credit Score hier in den USA aufbauen kann. Das könnt ihr mal vergessen. So, das dazu. Das war mir wichtig. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Einblick geben in den Credit Score der USA und warum das wichtig ist. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja in dem Video gezeigt, dass das erhebliche Auswirkungen zum Beispiel auf die Interest Rates hat, also auf die Zinssätze, die ihr bekommt, je nach Credit Score. Und darum solltet ihr auch regelmäßig da in diese Reports gucken. Klar, die drei Institute, die machen natürlich damit Geld. Die bieten dann so Abo-Modelle an, dass man tagesaktuell den Score abrufen kann. Das ist alles, finde ich, Quatsch. Also, denn meine Kreditkarten, die haben alle einen Zugang zu diesen Ratingagenturen. Also ich habe zum Beispiel eine Kreditkarte bei Capital One, heißen die, glaube ich, ne? Ja, Capital One, nicht Credit One, das sind die anderen. Also Capital One, dieses Rot, egal. Auf jeden Fall, da ist in der Online-App, die sind verbunden mit der Credit Score, mit TransUnion sind die, glaube ich, verbunden. Und ich sehe halt tagesaktuell immer da meinen Credit Score, ne? So, dass, also ihr braucht da kein Abo bezahlen, kein Subscription-Modell oder was auch immer. Ihr könnt den jederzeit online abrufen, bei eurer Bank sowieso. Ja, das zum Thema Credit Score. Wenn ihr Fragen habt dazu, schreibt das doch in die Kommentare. Ich versuche das immer zu beantworten, relativ zügig sogar, weil wir sind ja immer online. Und dann gucken wir mal, wie es demnächst weitergeht mit dem Leben hier in Texas. Ich muss unbedingt die Tina mal wieder hier ins Rennen holen. Aber das brannte mir jetzt einfach auf der Seele, dieses Credit Score Thema hier, weil ich mal einen Short gemacht habe dazu und das gab unglaublich viele Kommentare und Direct Messages und das wollte ich einfach aufgreifen hier. Also, in diesem Sinne, schön, dass ihr uns folgt. Ihr habt übrigens eine kleine Haustour bekommen hier, weil ich immer zwischen Kaffee, Getränke und Videokonferenzen hin und her hüpfe und das Handy einfach immer mitgenommen habe und aufnehme. So, in diesem Sinne, bleiben Sie dran, verfolgen Sie uns weiter. Bitte sehr. Danke sehr. Tschüss.